Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergiebotschaft. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich ganz doll, dass ihr alle euren Weg hierher auf meinen YouTube-Kanal gefunden habt. Ja, falls ihr ganz neu seid, möchte ich euch auch nochmal herzlich begrüßen. Wir sind hier eine ganz ungezwungene Gruppe, ganz frei und intuitiv und ich hoffe, ihr kommt alle gut mit rein hier ins Rudel sozusagen. So, diese Botschaft heute ist voraufgezeichnet, weil ich stecke mitten im Umzug. Weil ich mitten im Umzug stecke. So, Deutsch LK lässt grüßen. Genau, und deswegen, wenn ihr das jetzt hier seht, dann steht dieser Tisch hier wahrscheinlich überhaupt nicht mehr, sondern ist schon weggeräumt. Aber ich dachte mir, lieber so als gar nicht, ne? Also, schauen wir mal rein, was heute so die Energien sagen. So, gucken wir mal. Für mich ist das ja ein sehr spannender Tag hier, weil ich übergebe heute das Haus, das gemietete Haus der letzten 3 Jahre. Und dann beginnt für mich ein ganz neuer Lebensabschnitt und ja, mal gucken, wie das morgen so ist. Also, wenn du das guckst heute. Heilerin, unendliche Fülle, Kristalle, okay? Sagen wir es mal so, der Weg ist sichtbar. Er kommt aus dem Nebel raus. Ich habe ja so eine herrliche Geschichte erlebt, wie die meisten ja wissen, habe ich Katzen gehabt. Und dadurch, dass ich jetzt ja in eine sehr merkwürdige Situation vom Universum geschoben worden bin, musste ich auch meine Katzen loslassen. Und ich bin bei der Vermittlung meiner Katze auf jemanden gestoßen, der ja, auch energetisch arbeitet, aber doppelt so alt ist wie ich. Und das war eine sehr interessante Erfahrung, wo ich gerade das hier mit der Heilerin lese, weil wir trafen uns, um die Katze zu übergeben. Und das Erste, was er sagte, nachdem er mich scannte, war, naja, eine tote Heilerin ist keine gute Heilerin. In Anspielung auf die Tatsache, dass ich ja lungenkrank bin und es dringend an der Zeit ist, etwas zu verändern. Es war unfassbar. Also ich musste das jetzt mal mit euch teilen. Das hatte ich jetzt letzte Woche, dieses Erlebnis, am Wochenende besser gesagt. Und ja, so sieht es aus. Tut mir leid, wenn das heute hier etwas sehr persönlich ist. Vielleicht schreibe ich es mit in den Titel rein. Heute Tagesenergiebotschaft und Gelaber von Sabrina. So, also ihr Lieben, um mal zum Thema zurückzukommen. Hier haben wir noch den Sieg, das Aufräumen. Nee, das reicht jetzt. Ich habe jetzt 4 Wochen lang alles aufgeräumt. Also, und das Klarwissen, oh, Halleluja. Also, ihr Lieben, es ist an der Zeit, absolut an der Zeit, jetzt alles rauszuschieben aus deinem System, was dir nicht mehr dienlich ist. Ich weiß, es zählt nicht ganz, aber ich habe hier das Heilorakel der Engel, der Feen noch liegen. Und da liegt obendrauf immer noch die Befreiung. Also, auch das sei hier am Rande erwähnt, dass es hier sichtbar ist in meinem Feld. Die heutige Tagesenergiebotschaft abschließend, um den März heute abzuschließen, ist folgende. Es ist an der Zeit, dass du jetzt erkennst, welche Stärken in dir liegen. Auf dem Weg, den wir gerade gehen, alle im Kollektiv, verändern sich so viele Dinge und wir können manchmal nichts anderes machen, als mit dem Flow zu gehen. Und immer zu versuchen, das Beste in jeder Situation zu sehen. Und ja, der eine oder andere mag jetzt denken, ja, die hat ja leicht reden, aber die kennt mein Problem nicht, es ist riesengroß. Und dann lass dir gesagt sein, dass die Probleme aller Menschen irgendwie ziemlich groß erscheinen. Ich zum Beispiel musste meine 4 Kinder gerade abgeben und werde jetzt eine Weile ohne sie leben müssen. Ich finde, das ist auch ein großes Problem, aber ich mache keins draus, weil es sind einfach geführte Zeiten. Es sind Zeiten, in denen wir immer wieder hin und her geworfen würden, um diese wundersame Heilung zu erfahren. Es ist jetzt an der Zeit, alles abzustreifen, ja, was nicht mehr der Schönheit dient, was nicht mehr deiner eigenen Verbindung dient. Und alles, was dich im Endeffekt daran hindert, ein Kanal zu sein zwischen Himmel und Erde, alles, was dich daran hindert, deinen Platz einzunehmen in dieser Weltenkonstellation, alles das, was dich jetzt gerade als Geschichte über dich selber oder als äußere Umstände noch belastet. Alles das darf jetzt abfließen. Es darf alles gehen. Oh Mann. So, die Nachricht von Erzengel Jophiel. Ja? Trenne dich von unnötigen Dingen, kläre die Energie in deinem Umfeld und wende die Prinzipien des Feng Shui an.
Also heißt, kläre deine Energie. Das mit dem Feng Shui weiß ich nicht. Das ist vielleicht dem Alter des Kartensets geschuldet. Ich persönlich würde dir empfehlen, dir deine eigenen Reinigungsmethoden oder Heilmethoden zu überlegen, auch für die Energetisierung von Räumen. Du wirst intuitiv geleitet werden. Also wenn du dich für das Thema interessierst, wie du dein Umfeld energetisieren kannst, beziehungsweise wie du halt dafür sorgst, dass die Energien bei dir zu Hause oder an deinem Arbeitsplatz gut sind, dann wirst du einen Weg finden, diese Informationen zu bekommen. In dem Moment ist hier gerade eine ziemlich mächtige, richtig fette Hummel vorbeigeflogen. Wow, die war richtig groß. Ich bin ja nicht leicht zu beeindrucken, aber das war mal eine große Hummel. So. Erzengel Sandalfon sagt uns, deine Gebete werden und wurden gehört und werden jetzt beantwortet. Lass nicht nach in deinem Vertrauen. Also gib dich diesem Moment hin. Und ja, es ist manchmal so unglaublich schwierig. Also ich bin jetzt ja auch, morgen ist die Schlüsselübergabe hier fürs Haus und ich bin so in gespannter Erwartung, weil ich weiß, dass endlich dieser Druck loslässt und andererseits ist es natürlich total merkwürdig, hier alles hinter mir zu lassen. Aber ich weiß, dass ich zum Beispiel früher heute krank gewesen wäre an dem Tag davor, weil ich mir solche Kopfschmerzen selber gemacht hätte. Ich hätte mich so lange in Panik gefühlt, oh, in Panik gefühlt, bis ich irgendwann körperlich zusammengebrochen wäre, weil ich einfach solche Angst gehabt hätte. Und heute ist es so ein bisschen so wie, ja, so what, was soll ich denn machen? Es ist jetzt, wie es ist und ich mache das jetzt einfach so gut, wie ich kann. Und alles das, was quasi nicht fertig ist, was nicht perfekt ist, alles das, was nicht dem Optimum entspricht, das man leisten kann, das ist dann morgen halt so. Und dafür wird sich dann wiederum eine Lösung finden, wenn die Zeit reif ist. So, na, wir sollten mehr in dieses Vertrauen gehen im Endeffekt hier. Lass nicht nach in deinem Vertrauen, dass es immer für alles eine Lösung geben wird. Also so schwierig das uns manchmal auch erscheint, aber manchmal müssen wir im Leben radikale Entscheidungen treffen, die zum Wohle unserer eigenen Entwicklung sind, weil wir können nicht immer alle glücklich machen in unserem Umfeld und daran kaputt gehen. Na? Wie besagter Katzenherr meinte, eine tote Heilerin ist keine gute Heilerin. Ich zum Beispiel kann nicht mehr täglich mich gerade hier um ein Riesenhaus, einen Garten, vier Kinder, drei Katzen, die Arbeit und alles drumherum alleine kümmern. Ich bin an einen Punkt gestoßen, wo ich erkennen musste, dass ich mir zu viel aufgeladen habe. So. Und jetzt bin ich in einer Phase, wo ich sehen kann, dass ich erstmal wieder zu mir komme, in mich komme, ein bisschen auf die Bremse trete an der einen oder anderen Stelle und mich jetzt darum kümmere, erstmal herauszufinden, was mir die Luft zum Atmen nimmt, was schnürt mich von der Lebendigkeit ab. Und das ist jetzt meine Reise, die ich mache. Und solange werde ich mir auch keinen Stress machen darüber, wie es allen anderen Menschen geht. Also versteht mich nicht falsch, zum Beispiel, ich liebe meine Kinder, das versteht sich von selber. Aber ich habe gelernt, dass es ab und an wichtiger ist, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, ich kann nicht mehr. Und das war ein wirklich langer Erkenntnisprozess, der über ein Jahrzehnt gedauert hat, um wirklich auf der Bewusstseinsebene zugeben zu können, dass ich jetzt einfach an einem Punkt bin, wo ich mir selbst am wichtigsten sein muss und auch möchte. Und das war wirklich ein langer Prozess, das zuzugeben. Die meisten Leute machen es nicht, auch die meisten Muttis machen es nicht. Und ich weiß, es ist so belastend und anstrengend, auch Erstlingsmütter, wenn man dann plötzlich zu Hause sitzt und nicht mehr raus kann und sein ganzes Leben nur noch auf dieses Kind ausrichtet. Und das ist natürlich ja, bei so vielen so, dass es immer anstrengender wird. Man lebt immer mehr für andere Leute und ihr könnt euch das sicherlich vorstellen, bei vier Kindern. Lebt man einfach phasenweise nur für andere Leute, vor allen Dingen in der Phase, wo sie alle klein sind. Jetzt ist es ein bisschen anders. Und ganz gleich, worum es bei dir halt in deiner Situation geht, wo du jetzt mehr Fülle reinbringen möchtest, wo du mehr Zeit und Energie für brauchst, spür da in dich rein und gib dir diesen Raum. Gib dir den Raum, deine unendliche Fülle wirklich bewusst fühlen zu wollen. Also dir zu überlegen, was du wirklich möchtest, ja. Und eventuell schlummert ja auch in dir der Wunsch, das, was du zu geben hast, der Menschheit mitzuteilen in Form von Heilung. Manchmal sind wir uns gar nicht bewusst, wie heilsam
unsere eigenen Erfahrungen für andere Menschen sein können, weil wir ihnen damit, dass wir uns öffnen, den Raum geben, ihre eigene Scham abzulegen und dadurch ja, diese Scham, ich sehe das gerade so abplatzen. Wenn man so zum Beispiel so eine Vase hätte, dann würde so der Lack abplatzen und dann floriert das langsam wieder. Und dadurch, dass jeder Einzelne von uns immer mehr in eine gewisse Authentizität kommt, immer mehr mutig voranschreitet und auch bereit ist, mal das Innere nach außen zu kehren. In diesen Momenten schaffen wir energetische Räume für all diejenigen, die sich noch nicht so ganz trauen, ebenfalls ins Gefühl zu kommen. Genau. Und was ich hier sehe, ist halt, dass es einfach darum geht, wirklich aus dem Herzen heraus dieses Vertrauen zu fühlen. Es geht nicht darum, das Vertrauen im Kopf nachvollziehen zu können, so nach dem Motto, ich denke, das wird alles gut, dann denke ich und denke ich, sondern es geht darum, dieses Gefühl von, na, nicht entspannter Gelassenheit, aber diese Gelassenheit, diese seelische Ruhe, diese Ruhe im Herzen einfach in sich zu tragen, weil diese Gedanken und Ideen, die wir haben, die uns zufliegen, die können wir nur dann hören, wenn wir so stumm geschaltet sind, dass wir das auch aufnehmen können. Und ich bin ein großer Held da drin, meine Zeit mit dem Außen zu verschwenden. Das ist ja nicht so, dass ich hier stundenlang rumsitze und meditiere. Ich bin eigentlich sehr feurig. Ich bin ein Löwe, im Chinesischen ein Tiger. Und ich habe dieses Feuer, dieses Machen und Tun, aber ich bin halt auch phasenweise sehr faul und schläfrig und brauche meine 20 Stunden Katzenschlaf. Es geht darum, dass du dir bewusst mit dem Herzen Zeit nimmst, immer wieder zu spüren, was du gerade brauchst. Und zur Not stell dir in deinem Smartphone eine Erinnerung. Ich weiß ja nicht, wie du arbeitest oder wie dein Leben so strukturiert ist, aber vielleicht solltest du dir ab und zu mal zu Zeiten, zum Beispiel mittags, wenn du weißt, du bist ein schlechter Mittagsesser oder du verpasst immer irgendwie so gewisse Phasen, kann ja auch abends sein, dann machst du dir einen Wecker in deinem Smartphone und anstatt, dass da dann Wecker steht oder so, könntest du ja hinschreiben die Frage, wie geht es mir oder wie geht es dir? Dann machst du noch so ein kleines Bildchen dazu oder irgendwas und jeden Tag, wenn du da in deinem Alltag bist, klingelt das irgendwann und dann erinnert es dich daran, dass du vielleicht mal was essen solltest, dass du vielleicht mal eine Pause brauchst oder vielleicht mal auf die Toilette musst, was auch immer du da gerade tust. Aber diese eine Erinnerung am Tag wird dich für diesen Moment ins Hier und Jetzt zurückziehen und dir die Gelegenheit geben, mal zu merken, wie weit du dich eigentlich mit deiner Wahrnehmung von deinem Körper entfernt hast in dem Moment. Weil manchmal ist das so, ich mache das selber ja auch, deswegen sage ich euch das, ich habe auch so einen Wecker. Und die letzten Tage habe ich gemerkt, dass immer, wenn der Wecker klingelte, war irgendwas. Ich war durstig oder ich musste mal oder irgendetwas war. Und das habe ich nicht bewusst wahrgenommen, weil ich mir nicht die Zeit genommen habe, in mich hineinzufühlen, weil ich einfach beschäftigt damit war, Sachen zu machen. Und das ist vielleicht einfach so eine kleine Stütze, die dir helfen könnte, dich jeden Tag ein bisschen ja, wieder zu dir hinzuführen. So. Manchmal brauchen wir das, dass wir uns selber ein bisschen von außen austricksen, um uns zu disziplinieren. Das kann man natürlich auch mit allen anderen Sachen machen. Wenn du sagst, gut, ich verdödel immer meine Zeit, ich will aber eigentlich noch ein bisschen Fitnesstraining machen, dann stell dir halt auch dafür einen Wecker. Dann sag so jeden Tag hier 19:30 klingelt der Wecker. Dann habe ich mir vorab schon eine Audiodatei ausgesucht, meines Vertrauens. Und dann habe ich hier diese 30 Minuten und das mache ich einfach, weil der Wecker klingelt. Dann kann man sich selber auch disziplinieren und so diese Fülle und den Wachstum und ja, die Vielfalt wieder in dein Leben einbauen. Aber du musst halt irgendwo anfangen. Und das sind halt alles nur Tipps, die ich jetzt gerade hier so durchgebe. Was ich hier im Ganzen sehe, wenn ich jetzt mal das Bild nochmal auf mich wirken lasse, ist einfach, dass all diejenigen, die sich jetzt mutig dem Fluss des Lebens hingeben und gleichzeitig bereit sind, in ihre Mitschöpferrolle zu kommen, gute Karten haben. Jetzt habe ich hier gerade ein kleines Rotkehlchen auf dem Dach sitzen. Das ist aber süß. Also ich schaue so auf die Garage und die ist so ganz normal mit Dachschindeln und dann hüpfen die Vögel immer darauf rum. Das sieht ganz süß aus. So, gut, ihr Lieben. Das soll es aber für heute auch gewesen sein, weil hier kommt einfach unglaublich viel Heilung rein
Und wenn du dich selber heilen musst oder möchtest oder ja, dir die Gelegenheit dazu angeboten wird, deine wundersame Heilung hier zu machen, dann wird das auch funktionieren. Du musst halt nur lernen, am Ball zu bleiben. Hier geht es gerade um Vertrauen, dass alles zur rechten Zeit kommt und alles zur rechten Zeit geht und alles so ist, wie es sein soll. Aber gleichzeitig mit diesem Vertrauen und dem Wissen, dass du in der Lage bist, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen, das Mitschöpfertum anzutreten und einfach Dinge zu integrieren, nach und nach, Schritt für Schritt, sodass sich dein Leben immer und immer wieder verwandelt, weil das Leben ist Veränderung. Das sind so die zwei Weisheiten, die man eigentlich nicht bestreiten kann. Alles verändert sich ständig und irgendwann musst du sterben. So, alles, was dazwischen liegt, liegt im Endeffekt in deiner Hand und ist vom Universum so mitgegeben worden. So, ihr Lieben, wer mag, kann ja noch ein bisschen aufräumen. Wer das Gefühl hat, er möchte seinen Körper aufräumen, der kann vielleicht da ansetzen und bedenkt immer, ne, wie innen so außen. Ich möchte jetzt nicht sagen, wie es hier aussieht, weil jeder YouTuber und jeder gute Influencer hat doch diesen einen Platz im Haus, der ganz sauber und ordentlich ist, wo man Fotos machen kann. Weil ich sitze hier zwischen Kartons, Wäsche, die trocknet, meinem Laptop und Sachen, die zum Sperrmüll müssen. Also dementsprechend so viel dazu, wie innen so außen. Ich bin dabei, hier die letzten Sachen jetzt, ja, die letzten Sachen zu wuppen. Und dann schauen wir mal, wo wir uns dann morgen wiedersehen. Erstmal ein bisschen improvisiert. Und dann ja, richte ich mir das schön ein. Und ich denke, so in einer Woche oder so, dann sollte ich alles wieder so weit haben, dass das wieder sehr professionell hier wirkt. So professionell wie immer. Wir verstehen uns noch. So, ihr Lieben. Wünscht mir Glück, drückt mir die Daumen und ja, macht das Beste aus diesem wundersamen Tag. Genießt den letzten Tag im März und dann wollen wir hoffen, dass morgen das Klabauterbächlein sagt, das war alles nur ein Aprilscherz. Und dann gucken wir mal weiter, wie unser Leben so wird, wenn wir alle siegreich und erfolgreich vorangehen und endlich wieder sehen, dass das Leben aus mehr besteht, als nur Angst haben, zu Hause rumsitzen und Fernseh gucken. So, gehabt euch wohl, meine Lieben, macht's gut. Ich genieße jetzt die Sonne und versuche einfach den Rest fertig zu kriegen und dann, na, sehen wir uns dann. Tschüss, ihr Lieben, bis dann.